Die meisten Ballkontakte bei den Bayern. Klasse Flanke auf Lahm! Philipp Lahm mit dem Kopf. 14. Minute. 1:0. Und auch José Manuel Pinto im Tor. Sieht nicht gut aus dabei. Geht viel zu früh in die Knie. Hier. Die sehr gut getimte Flanke von Ribéry. Genau auf den Kopf des kleinsten Bayern. Die Wundertüte Guardiola. Macht er Philipp Lahm vom rechten Außenverteidiger jetzt zum offensiven Mittelfeldspieler. In diesem Spiel funktioniert das. Contento, direkte Flanke und das ist es, 2:0. Unnachahmlich, weil typisch für Mario Mandzukic. Wir sind in der 87. Minute. Und wenn wir ehrlich sind, die Bayern machen das Tor, das sie vor einer Stunde schon gut und gerne hätten machen können. Die Hereingabe von Contento nach dem Lauf auf der linken Seite. Ganz exakt auf den Fuß von Mario Mandzukic. 2:0. Durch den Mann, der die Bayern auch im Finale der Champions League gegen Dortmund in Front gebracht hatte. Er ist halt...